Und damit herzlich willkommen zurück auf dem Kanal zum finalen Part für die USS Wahoo. Und ich freue mich genauso wie ihr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, ihr wisst es, wir bauen einfach mal wieder drauf los. Ich habe wieder vorbereitet, pipapo, ne? Und jetzt nochmal ein halbes Stündchen investieren. Plus Review. Dann ist das Thema durch mit der USS Wahoo. Also jetzt wird's interessant. Moment, habe ich die jetzt falsch montiert? Nee, ist richtig. Okay. Ich habe doch einmal verdreht, aber passt schon. Wie wird das jetzt montiert? Hier sind hier zwei kurze, dann zwei lange. Oh Gott. So viele Plates everywhere. Ich muss darauf aufpassen. Hier sind nämlich zwei 10er und zwei 7er. Verbaut werden. Ist richtig? 2,7er? Warte, das muss ich jetzt nochmal checken. Yep, ist richtig. Okay. Mein Gott, ich habe so eine kirre Angst hier. Typisch ich. So, und um ganz sicher zu gehen, kontrolliere ich das jetzt nochmal. Der muss ein überstehen hier. Passt. Ich habe jetzt auch dazu entschieden, dass wir das ein bisschen weiter weglassen, weil wir jetzt primär an dem Torpedo hier weiterbauen. Wir nennen ihn einfach mal den Torpedo. Es hat seine Bewandtnis, ihr wisst das, wie bei der Missouri, haben wir das auch gemacht, bei dem Part, wo das Bug, der Bug endgültig zusammen war, haben wir den dann auch aus einem weiteren Blickwinkel gezeigt, damit ich größtenteils das ganze Ding hier drauf haben kann. So, dann versuchen wir uns mal hier ein bisschen zu beeilen, aber nicht zu hasten, weil jetzt ist eh egal, ist jetzt kein Ende. Brauche ich jetzt nicht mehr sprinten ohne Ende. Hä? Warte. Habe ich die auf die falsche Seite gelegt? Ja, habe ich. Okay. So. Muss der Scheiß. Die Nobbe muss nach außen. Dann du so. Genau. Und dann kommt der einfach ganz stinknormal hier drauf. Hier auch nochmal dasselbe. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht dasselbe zweimal baue, wie ich es jetzt getan habe. Ah, ich bin so blöd. Okay, warte. Der muss nochmal ab. Da muss die Platte darunter nochmal ab. Siehst du, Fehler machen wir jetzt auch noch ohne Ende. Muss ja passieren. Weil ich wieder unaufmerksam war. Kleine Fehler bestraft Gott sofort, ne? Oder wie war das Sprichwort? So, der kommt jetzt hier hin. Jetzt ist richtig, okay. Einer Noppen. Also einmal einer Plates. Zack. So. Zack. Zweimal Zweier Plates. Ganz subtil. Zack. Zack. Wir bauen doppelt. Habe ich ja versprochen. Dann die hier. Die schön auffällig sind. Theoretisch kann ich noch mal kurz ranzoomen für den Part. Warte, machen wir wieder so. So, Fokus macht auch mit. Schön. Gut, das haben wir. Jetzt kommen zwei Plates. Lange Plates. Die ziehen sich jetzt einmal konsequent bis rüber. So und so. Also ich bereue es nicht, dass wir uns jetzt mal ein U-Boot vornehmen. Das macht irgendwie doch schon Bock. Aber die U-Boot-Reihe wird wahrscheinlich dann auch wieder einen eigenständigen Platz erhalten. Nicht mehr die Marine-Maßstäbe, sondern nur mal gucken, ob die dieselben Maßstäbe alle haben, die U-Boote. Weil dann muss ich die wieder anders eingliedern ins System hier, ins Playlist-System. Ich mache das ja nach den Maßstäben. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet, aber ich denke mal schon. Weil das ist ja offensichtlich mit den überschweren Ketten, mit Babypanzer, mit... Oh, weiß ich gar nicht mehr, was ich alles dafür... Modelle reingeprügelt habe. Erste Weltkriegsflieger, zweite Weltkriegsflieger, genau, sowas. Und Reviews. Reviews. Speichere ich die Wahoo unter Submarines ein oder irgendwie sowas. Wird sich schon was finden. Denke ich. Letzter Stufenstein.
12 Stück verbaut von denen. Passt, passt. Jetzt brauchen wir wieder diese rundlichen Segmente. Die hier, genau. Die werden auf Anschlag gelegt, ne? Hier. Okay, so. Oh, der Übergang ist cool. Das ist echt gut gemacht. Das muss ich mal loben. Der Übergang hier ist super. Der geht einfach 1:1 über. Das greift sich schön. Ich könnte das stundenlang antatschen. Und was das letzte? 2x2 Plates. So. Ist wieder viel zu viel Gewusel hier auf dem Part. Aber normal. Schräge Steinchen, genau. Das ging jetzt recht zügig, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir sitzen da ein bisschen länger. Nee, eigentlich habe ich das so geplant. Ist das der richtige Stein? Nee. Guck mal hier, der ist geprintet. Das wäre jetzt ein Fehler gewesen, wenn ich die verbaut hätte. Print. Ohne Print. Wollte ich schon sagen. So. Okay, der Übergang hier hinten ist nicht so smooth. Smooth. Aber okay. So. Sieht man die Kante? Ja. Hier meine ich, der Übergang ist total fließend. Ist er? Hier hast du so eine kleine Kante drin. Ist okay. Ist nicht nervig, aber es fühlt sich halt auch nicht endlos geil an wie die andere Seite. So, jetzt müsste ich eigentlich theoretisch wieder rauszoomen, aber das machen wir gleich. Der kommt jetzt ganz hier hin. Also auf dem Video. Ja, so. Da ist jetzt das Stück. Auf der anderen Seite kommt natürlich wieder das andere Segment, wie man es kennt und liebt. Stur lächeln und anschließen. Na, nur, was ist da los? Aha, das kriegst du nie wieder auseinander. Diesen Baseballschläger. So, okay, wir besteifen uns jetzt erstmal hier drauf vorne. Okay, lasse ich den Zoom hier vorne drauf. Gut, das kriege ich hin. So. Hier kommen jetzt zwei Plates drauf. Einmal die. Was ist mit dir? Willst du nicht dran? So. Und dann nochmal eine Abdeckplate. So. Okay. Hat gepasst. Jetzt kommen hier Seitensegmente dran. Dafür brauchen wir. Ich brauche mal denn die hier. Zweimal. Davon brauche ich vier. Hey. Wie soll das jetzt gehen? Bin ich verwirrt. Ah, die liegen doch hier, ich bin doof. Okay, ich bin doch nicht verwirrt, ich bin nur doof. Also, die kommen jetzt einfach ganz stumpf so rum hier dran. Okay. Ah, ich weiß auch, wie es weitergeht danach. Ich kann es mir schon vorstellen. Ich erahne was. Dass wir das konsequent mit meiner Lieblingsbautechnik, die nicht funktioniert hat im letzten Part, fortsetzen. So, dann drehe ich die Scheiße mal um. Bauen die hier oben weiter. So. Also für Schiffe braucht ihr schon ein bisschen Platz. Weil die sind echt groß. Guck mal, die sind nicht mal richtig dran. Ne? Ist das auf der anderen Seite auch so? Hä? Die sind doch gar nicht richtig dran. Jetzt. Okay. Muss man schon richtig erwischen. Gut. Verstehe ich auch, warum man das erst als erstes macht. Okay. So. Lass mich lügen. Oh. Es kommt doch erstmal was anderes. Zwei Plates, zwei Sechser Plates kommen. Warte, wir müssen nicht wieder auf normal stellen. Du kommst jetzt hier dran. Okay. Warum? Hm. Keine Ahnung. Ist komisch, aber ist so. Ich habe keinen Dunst. Jetzt kommt aber genau das, was ich gedacht habe. Wir bauen unten weiter. Nämlich mit den hier. Ich freue mich richtig drauf. Ey, die werden mir wieder richtig Freude machen. Beim Montieren. Obwohl, jetzt geht's. Jetzt sind sie stabiler. Okay. Dann ist okay. Dann habe ich nichts zu kritisieren. Das geht sogar wirklich voll gut gerade. Warum nicht gleich so, Kobi? Warum macht es erst so schwierig? Warum muss man jetzt erst immer alles verteufeln und dann läuft es super? Das ist nicht nachvollziehbar. So.
Guck mal, jetzt läuft's doch. Jetzt kommen hier noch Zierleisten dran wahrscheinlich. Jupp. Gut, man hätte die zusammen montieren sollen, aber das wäre, glaube ich, richtig eklig gewesen. Warum auch immer. Also erst die Zierleisten dran, die bei den beiden Parts, und dann hier draufstecken in eins. Aber warum? Macht keinen Sinn. Okay, wir bauen also weiter unten. Okay. Ja, kein Ding. So. So. Oh, jetzt noch nicht ganz richtig dran. Oh Gott, was ist das denn? So, jetzt. Manchmal muss man da richtig drauf achten. Habt ihr gesehen, ne? Was ist das? Wo bist du? Hallöchen, versteckt er sich. Okay. Ja, Teile werden es auch immer weniger, also. Der wird auch nicht überlang, der Part. Das ist cool. Ihr wisst, ich bin kein Freund von überlangen Sequenzen, aber wenn es halt mal passiert, passiert, kann es halt nicht ändern. So. Vorne, hinten. Wir machen jetzt beides. Dafür muss ich rauszoomen. Okay. Oder ich lasse es einfach so und dann segmentiere ich das immer in den Bereich. Also, wir machen jetzt erstmal hier vorne weiter. Dafür brauchen wir... Oh Gott, ihr habt die nicht alle zusammen in eine Tüte geschmissen, dann hau ich euch, ne? Nee, okay. Weil wir haben von denen eine ganze Tüte gehabt. Mit glatten Oberflächen. Und die Genoppten sind halt gesondert. Ich habe jetzt schon Angst gehabt. 6 Stück, ne? Jupp, okay. 6 Stück und dann was? Schräge. 6-mal schräg, okay. Subtil. Sehr subtil. Okay, okay. Einfach so, die ganze Zeit. Gut, wenn ihr das wollt. Wer bin ich da, was zu kritisieren, ne? Ich als einfacher Kobi-Hobbybauer. Professionelle Steineleger, der ich nicht bin. So. So, so, so. Und Kriegsmaschinenleihe. Aber dafür mache ich meinen Job gar nicht mal so blöd, finde ich. So, und das wird jetzt einfach hier drauf geklatscht? Ja, okay. So, so, so. Die Gegenseite nochmal. Eine Reling oder so, ich habe keinen Dunst. Doch, müsste. Müsste ungefähr irgendwie sowas sein. So, damit du nicht runterplumpst, wenn du mal, wenn das Schiff oben ist, ja. Wie gesagt, runterplumpsen, Hust. Das muss nicht sein. So, jetzt kommt wieder was am Arsch zugang. Was brauchen wir dafür? Spoiler-Segmente. Habe ich schon mal verbaut? Ich glaube ja. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Die kommen mir bekannt vor. Also sie sind nicht neu. In meinem Kopf, aber es kann mich auch täuschen. Dass ich die mal in irgendeinem Video vielleicht gesehen habe. Aber... nicht verbaut habe. Ich bin mir da unschlüssig gerade. Sehr unschlüssig. Okay, die werden jetzt einfach hier so drauf gesteckt, die Ärmchen, wenn es funktionieren würde. Komm schon. Komm, komm, komm. Alter, ist da Widerstand hinter. Also manchmal sind die Teile echt übel. Alter. Kannst doch bitte das ganze Schiff daran hochziehen wahrscheinlich. Das. Alter. Junge. Und dann kommen die einfach hier vorne dran geklickt. Okay. So. So. Hat was. Muss nicht sein. Kann aber sein. Ist so. Okay. So, warte, 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 warte. Alter. Was ein Widerstand, Junge. Das ist meine Passung. Puh. Macht keinen Spaß, das da rein zu prügeln. Oh Gott. Was ja bei 3 Eilen dafür. So, jetzt haben wir das Ding dran. Den fancy Arsch. Okay. Jetzt gibt es so Schritt für Schritt große Segmente, wo wir das machen müssen. Jetzt muss ich nicht wieder umdrehen. Alter, hör doch mal auf damit. So. Wie viel brauchen wir? 2 davon. Okay. Dann 2-mal die geprinteten Teile. Kriege ich hin. Und... 6 hiervon. Okay. Einmal, zweimal, dreimal, viermal,
5-mal, 6-mal. Hey! Funktioniert alles. Ich bin begeistert. So. Der Print muss so rum. Das soll so hier dran. Hier. Okay. So. Und auf der anderen Seite dasselbe nochmal. Richtig, ne? Ist gespiegelt? Ja. Immer sicher gehen, ob alles richtig gespiegelt ist. Man kennt es ja. Andauernd passieren einem diese kleinen Fehlerchen. So, jetzt mal gucken. Ne. Wenn ich es richtig sehe, soll hier einer hin. Kommt das hin? Yep. Und hier auch nochmal so einer. Ja, wenn du nicht abfallen würdest, wäre das super. Und dann ganz weit hier hinten. Wahrscheinlich auch wieder hier an der Kante. So. Und so. Und auf deiner Seite nochmal dasselbe. Gut, dass der nicht so eine Brücke hat, ist klar, ne? Wie die Missouri. Okay, haben wir gemacht. Jetzt kriegst du ein. Was ist das? Das wird kein MG sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein MG ist. Unwahrscheinlich. Äußerst unwahrscheinlich. Das kommt wohin? Hier vorne, okay. Da setzen wir diesen Einstöpsel-Pin drauf, damit wir rotieren können. Dann haben wir den hier. Ein Stift. Wahrscheinlich eine Kanone, aber kein MG. Ein schwarzes Ärmchen brauche ich noch. Ach, ich brauche sogar zwei davon, okay. Gut, also. Das schwarze Ärmchen geht hier rein. Ne, das geht hier rein. Hier rein geht er, okay. In so einen Zylinder, nicht in so einen abgesenkten Bla. Oh, das ist doch schon wieder. Okay, es geht. Ich wollte mich schon wieder beschweren. Okay, dann kommst du draufgesteckt. So, und. So. Das wird jetzt einfach hier drauf gestöpselt. Okay. Und dann einfach nur ein Stift hier hinten drauf. Den sieht man gar nicht. Hier. Okay. So, das wäre die Seite. Ihr merkt schon, wir sind wieder ein bisschen entschleunigt. Ach du Scheiße. Oh, das wird lustig. Das wird echt Krampf werden. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Nee, muss nicht sein. Muss echt nicht sein, was jetzt kommt. Aber wir müssen es machen. Okay, kommt Plates drauf. Einmal. Zweimal. So, das wird jeweils gespiegelt. Dann kommen die beiden Segmente drauf. Genau. Davon jeweils zwei Stück. So und so. Und da kommen dann Scharniersegmentchen drauf. Unterscheiden die sich irgendwie? Könnt uns. Was ist denn das? X. Warum hat das ein X? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Warum? Hä? Ich bin verwirrt. Aber okay. Haben wir die hier auch? Ne, da haben wir die normal genommen. Genau. Okay. Okay, dann sind das die ganz normal. Okay. Ich habe nichts gesagt. Die kommen mit den Noppen nach unten. Links und rechts. Ach, das sind die Klappflossen. Klappbaren Flossen. Okay. Ich verstehe. Jetzt du nach hier gerichtet. So. Und dann der Hochkant. Okay. So. Das sind die ausklappbaren Flossen, wenn die auf Tauchkurs gehen, weißt du? So. Genau. Okay. Und dasselbe nochmal auf der anderen Seite. What? Hä? Warte. So rum.
Wollte schon sagen. Wieso hängst du so weit oben eigentlich? Das gefällt mir nicht. So. Okay. Geht alles. Und so. Ein bisschen Fummelscheiß wie immer, ihr kennt das. Gerade gegen Ende. Da muss man so eine Fummelscheiße haben, habe ich das Gefühl. So, die Spitze muss nach vorne zeigen, genau. Und dann kannst du so aufklappen. Okay. Dasselbe nochmal hier auf der anderen Seite. Hast du hier so Peng, Peng, Peng. Schieß, schieß, schieß. Sterbi, sterbi, sterbi. So. Und so kannst du es zuklappen. Wenn es über See fährt und unter See, musst du es halt aufklappen, damit du halt zwei Ruder hast. Aber dazu gehe ich noch drauf ein, wenn wir dann soweit sind im Review-Video. Jetzt wird's echt lustig. 50 von den Dingern, Alter. Geiler Typ. Geil. Danke, Kobi. Danke. Ich freue mich richtig. Danke. Danke. Warte mal, ich schmeiße den ganzen Haufen dahin. Das dauert mir jetzt zu lange, jedes Mal da rumzugreifen. Muss auch nicht sein. So. Das sind halt echt ein paar. Ich weiß auch nicht, ob wir alle verbrauchen, aber wir brauchen zwei, drei Stück auf jeden Fall. Wie ihr seht. Ach du Scheiße. Oh, nee. Warum? Warum? Das ziehen wir jetzt einmal komplett hoch. Weil wir sonst nichts zu tun hätten. Nö, wir bauen das jetzt einfach so. Für die Statistik ist das dann schön, wenn ich hier mal echt meinen Datensatz an Kobi-Teilen zusammenstelle. Holla. Aber dafür müsste ich mal richtig mich hinsetzen und tagelang nichts anderes machen. Und ja. Weil tagelang nichts anderes machen sehr monoton ist, habe ich da immer so eine Grundabneigung gegen, weißt du? Muss nicht unbedingt sein, dass sowas konsequent durchgeführt wird. Nicht wirklich. So. Ihr seht schon, wir haben die erste Reihe gleich geschafft. Hey. Hey. Herrlich. Aber Kobi, warum? Warte, warte, warte. Hier fehlen noch welche. Hier kommen noch zwei einzelne hin. Habe ich die vergessen? Kann das sein? Hm. Gut, dass mir das aufgefallen ist. So, und jetzt wieder zurück. So. Was sagt der Fokus dazu? Der ist noch gut dabei. Okay. So. Haben wir überhaupt noch so viele Einzelne? Haben wir nicht. Okay. Ach, die sind falsch. Oh. Die müssen hier hin. Ich beide dran. Hey, hat geklappt. Ich bin ja begeistert. Warum gehst du ab? Das sollst das du nicht tun. Einfach. So. Okay. Haben wir kurz korrigiert. Passt. Da muss hier vorne nochmal einer ran. So. Damit wir eine wunderschöne durchgehende Linie haben und keiner vom Deck fallen kann, falls mal was ist. Macht Sinn, ne? So. Alter. Wieso? Ich glaube, das entspannteste Set, was ich bisher gebaut habe, ist nicht ein U-Boot. Das ist jetzt wieder in der Rubrik Monotonie schlechthin. Das mache ich ja bei den Panzern auch mittlerweile nicht mehr, dass die Ketten so übertrieben sind. Also so wirklich übertrieben sind. Aber ich meine, das ist ein Panzer. Das gehört dazu. Aber U-Boot, Junge. U-Boot. Das muss stromlinienförmig sein. Gut, kann auch sein, dass es Geländer hat, damit die Leute halt wirklich nicht runterplumpsen. Ich glaube, es hat auch sogar welche. Aber, Alter, 50 Teile davon jetzt hier dran klipsen. Geht's noch, Kobi? Hättet ihr nicht ein paar Teile machen können, die ein bisschen größer sind oder so? Oder, keine Ahnung, 4, 5 davon verbaust und dann war's das? Nein? Das sind 50 einzelne Segmente sein. Aber wir haben es jetzt geschafft. Vorletztes und letztes. Alter. Holla, die Waldfee. Was war das denn? Junge, 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 Junge. Puh. So, du gehst jetzt erstmal nach hinten, weil ich jetzt wieder irgendwas bauen muss. Wahrscheinlich die Brücke. Oder wie auch immer man das bei einem U-Boot nennt. Ich habe da keinen Dunst. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man das nennt. Ist das die Brücke? Müsste eigentlich die Brücke sein, weil alles beim Schiff eine Brücke hat. Oder? Wie gesagt, Angaben ohne Gewähr. Ne?
Nicht, dass ich hier noch gehauen werden kann, weil ich gesagt habe. Aber das ist so. Nein, ich weiß es halt nicht. Das ist meine Ausrede. Das ist nur munkelndes bla 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 bla. Was auch immer ich hier gerade laber. Palaber, palaber. So. Ich sehe wieder eine geile US-Flagge. Das finde ich halt lustig, dass sie die haben. Diese kleinen Mini-Fleckchen. Gut, im Original sind die ein bisschen größer als klein, glaube ich. So, die soll jetzt hier dran. Genau. Jetzt kommen graue Rundungssegmente. Au, ah, voll in den Finger gepikst. Ah. Ha. Bis einer blutet. Entweder Kobi oder ich. Und ich weiß, wer es sein wird. Nicht Kobi. So. Untere Kante, okay, also so. Gut, so sieht das jetzt aus. Ein bisschen schräg. So, haben wir eine kleine US-Flagge. Okay, okay, wir kommen voran. Fällt mir gut. Da fehlt auch irgendwas, warte mal. Ah, okay. Der hier. Habe ich mal vergessen. Gut. So, dann kommt hier ein Plate drauf. Und wieder so ein, weiß ich nicht, Adapter zum Reinpinöpeln von diesen Pinöpels. So. Und so. Wieso haben wir noch so viele? Achso, die schwarzen Steine sind ja für. Hier, sag doch mal. Genau. Für das Füßlein des. Der Wahoo. Wahoo! Junge. Ich bin schon wieder abgespaced. So und so. Zwei Plates zusammengesteckt, das kriege ich locker hin. Dann 2x2 Stein drauf, kriege ich auch hin. Und dann kommen rundliche Steinchen drauf, das kriege ich auch locker hin. Okay, das ist die einfachste Brücke, die man bauen könnte irgendwie. Also die war wirklich sehr simpel. Wir sind gleich durch, oh mein Gott. Gleich kommt der Fuß, ne, war's das. Das ist das Thema durch. Ich sehe schon die ersten Anzeichen dafür. So. Schornsteinchen sind auch dran. Ich schätze mal nicht, dass das Schornsteinchen sind, sondern Antennen. Sonar und bla 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 bla. Radar. Schornsteinchen. Alter, die gehen da auch nicht rein. Ich weiß nicht, wie tief die da rein sollen, aber. Gut. Gut. Lass mal so. So, dann wird der Scheiß jetzt hier drauf gesteckt. So. Langsam wird's doch. Ist das nicht toll? Ich find's auch geil. Wo ist das Seil? Darauf freue ich mich ja schon am längsten hier. Garnwicklung. Geil, geil, geil. So, auf sowas habe ich mal richtig Bock. Nein, eigentlich nicht. So, wat? Wat, 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 wat? Da machen wir Knoten drum. Sehe ich das richtig? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So einen kleinen Fitzelknoten? Wie soll ich das machen? Junge. Viel Spaß. Danke. Danke. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Sagt ihr schon, dass ich das hasse? Alter. Ja, Fitzelknoten sind das Schlimmste. So. Ich habe einen einigermaßen brauchbaren Knoten. Der wird 1000%ig wieder aufgehen. So. Und dann soll man das einfach hier hinten drum wickeln. Okay, ich habe viel zu viel Garn noch über. Weil ich den Fitzelknoten nicht gut genug gemacht habe. Okay, ich ziehe den nochmal ab. Ziehe ich nicht ab. Oh nein, ich hab's versaut. Nein. Warte, ich mache das nochmal in Ruhe. Mach kurz Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Päuschen. So, ich habe das jetzt endlich mal fertig gefriemelt. Ich habe das jetzt einfach nicht geknotet, sondern einfach nur gewickelt. Mehrere Wicklungen hier rum, hier ein paar Wicklungen rum, hier wird sie eh festgeklemmt. Hält. Aber das Seil ist irgendwie sehr, weiß ich nicht, mit irgendwas bezogen, überzogen. Das ist eklig. Es fühlt sich eklig an. Nicht so cool, wie es sein sollte. So, dann gehst du jetzt bitte nach hinten, damit die Leute dich im Hintergrund sehen können. Und wir bauen jetzt dein Füßlein fertig und dann ist das Thema durch mit dir. Oh, wir fangen ganz subtil mit der Play, mit dem Beschriften an. Die USS Wahoo. Wahoo.
Hier, so viel ist das gar nicht mehr. Das ist ja gar nichts mehr. Junge. Okay. 3-3 ist wichtig. Dann kommen hier so geile Ecksteine. Die finde ich immer noch cool. Wo sind sie denn? Ja, die. Die feiere ich richtig. Dann packst du hier in die Ecken und dann hast du halt einen richtig schönen, wundertollen Übergang. Das hat man bei der Focke Wolf auch so ein geiles Füßlein. Wo ich die Ecken richtig gefeiert habe. Ich glaube, bei der Focke Wolf war es rundlicher, ne? Ich muss das mal angucken. Jetzt kommen die hier rein, ganz stumpf. Damit die auf die Teile kommen, weißt du? Hätten sie wahrscheinlich nicht machen müssen, aber haben sich so gedacht, ja, komm, müssen die Teile noch ein bisschen führen, damit wir mehr schreiben können, damit wir 2 Euro mehr verlangen können. Lego hätte das gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Kobi macht. Ich bestelle direkt, selten direkt bei Kobi. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so krass viel Aufschläge haben. Ich gucke mir die Preise ja bei Kobi manchmal an und das ist halt schon ein bisschen uff. Ich bedenke, dass ich die halt wirklich definitiv viel billiger kriegen kann, was ich auch tue. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich kaufe gleich bei einem eigenständigen Händler ein und da gibt es alles billiger. Grüße gehen raus. Danke dafür. Du bist der Beste. Ist auch freundlich, sehr freundlich. Also bisher hatte ich kein Problem mit dem. Einziges Problem ist, er hat immer nur bestimmte Modelle gelistet und irgendwann habe ich die halt alle und dann ist uff. Dann muss ich mir einen anderen Händler suchen. Und anderen Händlern vertrauen auf Anhieb ist halt wieder so, ja, muss man nicht, kann man aber, weiß ich nicht, weißt du? Aber ich finde schön, dass wir einiges an Plates bekommen, das ist nett. Also wir haben sehr viele schwarze Abdeckplates, wir können mal so einen schwarzen Panzer irgendwann bauen, bestimmt. Das hätte auch was, glaube ich. So, hier wieder schräge Segmente, okay, nee, gar nicht. Plates. Gar nicht mal jetzt hier verwirrend sein, bitte, danke. Wir sind hier kurz vor Ende, jetzt konzentrieren wir uns nochmal. Reißt euch zusammen, Männer. Wir haben es fast geschafft. Wieder ein Set fertiggestellt beim Bricklegger auf dem Kanal. Sehr, sehr gut. So, so. So, so, so. So, so und so. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was passiert. Richtig. Wir setzen die jetzt hier drauf und dann, haltet euch fest, setzen wir das gekonnt hier drauf. Na? Warum? Jetzt. Und er steht. Jetzt zoomen wir raus. Und da haben wir sie. Die USS Wahoo ist fertig. Sehr, 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 sehr geil. Kann mich nicht beschweren. Außer, dass wir jetzt hier noch die kompletten Reihen mit Prints kleben müssten. Alter, da hätte ich ja richtig Bock drauf jetzt. Nee, lass mal. Weg damit. Ja. Was bleibt dazu zu sagen? Nicht. Ging schneller als gedacht. Es ist stabil wie eine 1. Ja. Wie immer. Das ist halt Kobi-typisch. Alter, ich hab gerade das Modell hier oben an. Uff, okay. Okay, also. Noch irgendwas zu sagen? Hat Spaß gemacht, mal wieder. Danke fürs dabei sein. Gerne kommentieren, was wir als nächstes bauen. Ihr wisst das ja. Und sonst gerne kommentieren, abonnieren, liken, was euch gefallen hat und was nicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, würde ich sagen. Entweder zu dem Review-Video von der Wahoo oder zum nächsten Aufbau-Video auf dem zweiten Tag, ja. Auf dem zweiten Aufbautag, der läuft ja parallel wieder. Also morgen. Kann das sein, dass da wieder ein Review kommt? Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie ich die Videos zusammenpacke. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und macht gut. Hat Spaß gemacht.
Nettes kleines Modellchen. Gucken wir das jetzt noch in Ruhe an. Und dann mache ich die Review dazu. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Tschüss.